Mama Schenker. Macht er gut, oder? Ja, sehr gut. Unser Marco. Ja, perfekt. Geiler Typ. Der kann das. Voll geil. Ja, wie geil. Der Artist Edition ist da, oder? Genau, endlich. Endlich. Also, der hat ja eine lange Geschichte hinter sich. Ich hab schon gelesen, ich bin ja fast vom Stuhl gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die Geschichte fängt ja 1996 schon an, ne, mit dem Blackmore Amp, der damals gebaut wurde. Und, war so einer der etwas puristischeren Engel-Amps. Ne? Ich meine, Engel ist so bekannt für viel Tweaking und so weiter. Und ich meine, Blackmore war immer sehr beliebt bei Leuten, die gesagt haben, ey, ich will einfach mit der Gitarre rein. Ja, ja, absolut. Also der Blackmore hat ja mit dem Savage 120 angefangen und dann irgendwann gesagt, das ist mir alles zu viel, ich brauche das alles ein bisschen einfacher. Und kam die Zusammenarbeit mit ihm und der Blackmore Amp ist entstanden. Und dann 2005 war das, dass der Doug Aldrich wollte auch gerne mit Engel mal zusammenarbeiten und einen eigenen Sound haben. Und dann wurde mit ihm zusammen auf der Basis von Blackmore ein Amp gebaut mit anderen Endstufenröhren, der hat jetzt EL34-Röhren drin und mit einem anderen Voicing, also das heißt, der Equalizer wurde nochmal neu abgestimmt und alles für ihn perfekt gemacht. War ein Prototyp, ne? Ja, war ein Prototyp, den gibt es auch noch, der steht noch bei uns in LA im Showroom und da waren einfach so viele Leute und Künstler, die den geil fanden, dass sie sich den bestellt haben und dann war er bei Gary Moore im Studio, den Amp haben wir jetzt wieder in Bochum. Ne? Also habt ihr den Amp ab und zu mal gebaut auf Bestellung? Genau, ja. Ganz genau. Und Kiss ist damit, Paul Stanley ist damit auf Tour und Jimmy Page hat sich einbestellt fürs Studio und irgendwann haben wir gesagt, das war so eine kleine Schlange, ja? Ja, ja, Leute, die sie angestellt haben. Ja. Und dann haben wir gesagt, den brauchen wir, den müssen wir auch verfügbar machen für alle Leute mit dem Update, mit dem anderen Sound. Der hat fast schon zu lange gewartet. Ja, ja, ist schon ganz schön lange her, ja. Auf jeden Fall. Ne. Gut, egal, jetzt ist er da. Ja. Kommt jetzt im Frühling, wird er in den Läden verfügbar sein. Ja. Und wir haben jetzt auch noch zum Blackmore ein paar andere Updates gemacht. Also es hat jetzt Noise Gate drin, ne, das auch per Fußschalter an- und ausschaltbar ist. Und der FX-Loop ist schaltbar. Und der Blackmore ist ja noch, der wird noch mit dem Z5 geschaltet. Und das ist jetzt hier auf Z9 umgeändert. Ne. Okay. Ja, würde ich sagen, geh ich mal zu Marco und mach die Features, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil wenn er so geil spielt, dann weiß er, wie der funktioniert. Ja, muss er. Okay. Hey Marco. Hey, schön euch zu sehen hier. Ja, genau. Cool. Okay. Ja. Du kannst es vielleicht bei dem Element erklären oder was da so dahinter steckt, der Soundgedanke. Ich meine, die Mitten sind geil, oder? Ich stehe auf warme Mitten. Das warme ist, Mitten, Schenker. Ja. Schenker zeigt es uns. Ja, ja, ja. Nicht so schrillige Mitten. Das ist immer so, das ist nicht so mein Ding. Und der Amp hat wirklich einiges davon. Also richtig schön warmige, cremige Mitten, wo man sich richtig drin suhlen kann als Gitarrist. Ja. Und auch. Die hole ich mir mit Shape. Genau. Ist klar, ne? Wenn ich, Shape, genau. Richtig. Genau. Nur selbst wenn ich sie nicht ziehe, habe ich trotzdem diesen Scoop-Sound, der trotzdem funktioniert, ne? Richtig. Der Scoop-Sound ist trotzdem nicht so gescoopt wie bei, sag ich mal, diesen typischen Mesa-Sounds oder Rectifier-Sounds. Ja. Es ist alles immer noch trotzdem sehr organisch und sehr dynamisch und so weiter und immer noch crispy. Genau. Ja. Wir haben jetzt gestartet mit einem Mitten-Sound, machen wir einen Scoopy. Genau. Scoopy-Doo und hier. Ja, ist wie so ein Hot Rod Marshall, ne? Bisschen so British, aber sehr, 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 sehr geil getuned. Ja, ja. Es ist, er hat trotzdem noch auf jeden Fall eine eigene Identität. Ich meine, sonst würden die ganzen Jungs hier nicht spielen. Ja, die Definition ist Engel-typisch. Ich meine, du hast bei Engel, genau, hast du immer dieses unglaublich viel Gain, genau, bei überhaupt keinem Matsch. Genau, richtig. Ja, du kannst, da habe ich gerade eben noch mit einem amerikanischen Kollegen drüber gesprochen,
du kannst wirklich bei jedem Engel-Amp wirklich jeden Akkord schön durchhören. Das ist jeder einzelne Ton, jede Seite klingt echt durch und matscht nicht. Ja. Und das liebe ich bei Engel, schon zu 100 Jahren. Ja. Okay, das heißt, wir haben eigentlich einen richtigen Zwei-Kanaler. Genau, richtig. Ja, das heißt, wir haben jetzt erstmal den Gain-Kanal gefahren, man kann aber auch den Clean-Kanal richtig clean fahren. Ja. Gut, der wird noch ein bisschen fetter, wenn ich lauter aufdrehe, ne? Ja, genau. Wir sind auf der NAMM, da kommt nachher gleich die Noise Police. Ja, ja, das, ich glaube, die Leute wissen das nicht. Auf der Musikmesse in Frankfurt sind da wirklich viel verwöhnter. Gut, da ist jeder mega laut, aber hier muss man immer direkt aufpassen. Da kommt immer jemand und sagt, na, 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 na. Okay, aber lässt sich auch übersteuern mit Gain, genau. Ja? Also alte Kiss-Sachen, ne? Genau. Ich meine, Paul Stanley spielt den Amp ja auch, und ich meine, da muss es ja herkommen, ne? Ja, genau. Genau, richtig. Und ja, auch gerade so für, das Coole ist, du kannst dir die Dynamik auch selber holen, also wenn du mit dem Volume-Poti runtergehst. Und mit mehr Volume dann natürlich dieses. Ja, das nennt man Dynamik. So sollte es sein. So sollte es sein. Ja, und dann die nächste Stufe ist dann die hier. Der cleane Kanal Hot Rod, ne? Genau. Bisschen gerade modifiziert, ja. Wie es früher der Fall war, ne? Wo die Jungs erstmal hinten ran mussten und so weiter und fort. Also wenn man einen schönen bluesigen Rocksound haben will, ist das quasi so, wäre das meine Wahl hier. Ne? Okay. Und wie gesagt, immer mit dem Shape-Schalter hat man dann immer noch diesen quasi Mitten-Boost, der diesen Kontur-Charakter damit mit sich bringt. Dieses Das sind aber echt auch genau die richtigen Mitten. Ja. Genau, das sind diese wirklich warmen, echten Mitten, die jeder eigentlich haben will als Gitarrist. Ja. Also, so geht's mir jedenfalls. Das ist schon geil. Ich meine, normalerweise Engel natürlich bekannt. Ich meine, Special Edition Invader. Ja. Unglaublich flexible Amps, die einem jeden Wunsch erfüllen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass im Grunde der Amp-Designer der Einzige ist, der wirklich damit umzugehen weiß. Ne? Also, da gibt es eine lustige Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Ich spiele den Invader 2 mit Sound Wizard Modul. Und da hat man wirklich ein komplettes Universum, da kann man wahrscheinlich sogar mit einer Rakete starten, wenn man will. Und aber ich meine, das Tolle ist bei Engel, dass es für jeden irgendwie oder irgendwo einen Amp gibt. Wir haben ja den Retro und so, immer für die Classic Rock Jungs. Und der Artist Edition ist so irgendwo so mittendrin, aber der Artist Edition ist nicht so ein normaler, sag mal, Classic Rock Amp. Man kann wirklich auch vieles damit machen, wie wir gerade eben gehört haben. Und auch für klassischen Metal oder Speed Metal oder wie auch immer, werden wir gleich hören. Aber auch schöne jazzige Sachen. Und das aber trotzdem alles sehr einfach auf der Oberfläche und nicht hinten irgendwo. Das ist das Coole, ja. Und das nächste wäre dann, genau, das ist dann der richtige, der Hardrock Channel, sage ich mal. Dieses. Das sind wieder die Mitten, die man hört, ja. Das ist das, was ich auch bei den Konzerten hören will. Das ist dieses cremige, schneidige auch, aber halt nicht so schrill, dass der die Ohren weghaut, ne? Ja, ja. Und das nächste ist halt dann für die Metal-Jungs das volle Brett. Yeah.
Hast du Steve Mosley ausgepackt? Der war gestern auch am Stand, ne? Ich weiß, ich spiele auch gerade hier die Gitarre. Genau. Das war lustig. Gestern ein bisschen hier eingespielt und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, hey, nice Amp, nice Guitar. Oh, ups. Was für eine Überraschung. Ja. Ja, aber hier hört man es auch wieder. Ich glaube auch, Steve wird mit dem Amp sehr gut klarkommen. Ich meine, er hat sein Signature-Modell, ein bisschen komplizierter ist, aber auch mega geil. Einer meiner liebsten Amps, ja, also unfassbar, ohne Scheiß. Da, wenn wir über Mitten reden, ne? Aber ist das ein anderer Amp? Der hat ja diesen Mitten, diese Zirkulation irgendwie, ja, unfassbar. Naja, auf jeden Fall Artist Edition. Ich glaube, für jeden, der der ein Rockgitarrist ist oder auf Hardrock steht, aber es vielseitig mag und nicht nur auf einen Sound eingeschränkt, ne? Ja. Und dann noch mit der Geschichte dahinter, dass ich die. Dass sich die ganzen Gitarristen um den Amp streiten, wie geil ist das denn? Ich meine, Jimmy Page hat irgendwie zwei davon in seinem Schloss in England stehen, was, finde ich, eine interessante Geschichte ist. Und Gary Moore und Doug Aldrich und Ken Hammer von Pretty Maze, da war auch nicht vergessen, Vivian Campbell von Def Leppard, ja. Und Paul Stanley und wie sie alle heißen. Das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Und deswegen ist der Amp wirklich für jeden Rockgitarristen eigentlich ziemlich perfekt, wenn man mal ganz ehrlich sein will. Michael Schenker müsste den auch mal spielen. Fällt mir gerade auf. Ich glaube ja. Ohne Scheiß. Ja, also da müssen die engen Jungs sich mal drum kümmern. Ja. Wobei seine Finger diese Mitten ja schon ja. Sowas von liefern. Ja, das ist... Furchtbarer Typ. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er ist einer meiner Lieblingsgitarristen aller Zeiten. Ja. Meine auch. Ja. Okay, cool. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns auf der Messe, oder? Natürlich. Ja. Schön, dass er da war. Und immer... Cool, Jungs aus der Heimat zu sehen hier. Okay. Endlich mal normal quatschen, oder? Ja, so sieht's aus. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.